Hm, sogar nur der eine. Danke. So. Steinmetz-Set ist fertig. Der Töpfer kann jetzt die der Lehmarbeiter kann jetzt die Töpferei befüllen. Wenn wir darauf warten, dass unser Träger erwachsen wird. Und er ist erwachsen, sehr gut. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass da so ein P erscheint, wenn ich eine Auswahl ziehe. Träger, bitte. Na gut, da du mit ihr verheiratet bist und nachher ins Dreifamilienhaus einziehst. Ja, machen wir es so. So können wir es gut ruhig machen. Das Dreifamilienhaus kommt dann hier hin und dann Brauerei kommt dann hier oben hin. Gut. Warte, du wurdest eingebaut? Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Okay, dann muss das Stück Holz da noch weichen. Gut. Puh. Und ich dachte jetzt gerade echt schon, dass das kritisch wird. Ja, es ist echt makaber, dass hier Knochen bei uns im Dorf rumliegen, aber die kann ich nicht leider nicht wegräumen. Nee, ich brauche ein extra Steinmetz. Weil er muss mir hier wirklich Überschuss an Geschirr machen. Damit wir das handeln können. Ich brauche einen Steinmetz, der mich mit kontinuierlich mit Steinen versorgt. So wie ich halt nachher auch einen Werkzeugschreiner brauche, der mich mit den Werkzeugen versorgt, die ich für die Waffenröcke brauche. Eisenerz ist nicht so wichtig, das baue ich selber ab. Hier oben. Mehr als genug.
Ja, Steine sind hier und hier. Ja, das meiste werden wir erst in der nächsten Aufnahmesession gucken können. Es gibt keine Steine hier, hä? Außer der Stein, da wäre noch ein einzelner, den er hochheben könnte. Ich schicke ihn einfach mal dahin, um zu sehen, wie er darauf reagiert. Das hier kann ich übrigens wieder auf 0 reduzieren, kann aber schon mal den Stein erhöhen. Mir da mal kurz dich hier schnappen. Dich zu einem Händler machen, kurzzeitig. Und dich zwischen den beiden hin und her schicken. Damit du mir die Steine bringst. Habe ich das Stein jetzt schon gesetzt? Ja. Das heißt, die 10 Steine sollten dann locker ankommen. So, den Jäger machen wir schon mal zum Schuster jetzt. Möbel liegen noch 3 hier rum, Geschirr nur noch 1. Das heißt, wir müssen bald unser eigenes Geschirr herstellen. Ich warte aber noch, bis das letzte Geschirr von da drüben geholt wurde. So, und ich habe keine Lust mehr zu warten. Du machst jetzt einfach den Werkzeugschreiner. Es gibt genug Holz da. Und ja, ab der nächsten Aufnahmesession können wir dann wirklich mal Speed geben. Ach, weißt du was? Bring mir einfach alles, was da drin ist, noch. Leder. So, gehen wir mal auf 30 Leder. Der Bäcker kommt auch gerade noch alleine zurecht, denke ich mal. Fisch ist noch genug hier. Nee, ich glaube, ich baue das Zweifamilienhaus für unseren Steinmetz und unseren Töpfer hier unten hin. Weil hier muss das Dreifamilienhaus dann für die Farmer hin. Also für den Farm, die 2 Farmer und den Müller. So, jetzt ist auf jeden Fall Stein da.
Eigentlich will ich als erstes wieder meine Autarkie erreichen, also dass Geschirr, Schuhe, Möbel und Nahrung produziert werden. Bevor ich mich an die Waffenproduktion und die Bierproduktion mache. Wie gesagt, wenn ich den Tempel hier oben baue, haben die Leute was, wo sie beten können, was näher ist als das Haupthaus. So, was ist das Gold und das Leder? Ja, jeweils ein Teil davon. Aber jetzt bist du hungrig und suchst Nahrung. Zum Glück hast du ein Zuhause, wo du essen und schlafen kannst. Kann aber schon mal den Wunschbedarf an Stein wieder auf Null setzen. Mann, Frau, bitte. Ja, das Geschirr und dann die Möbel dürften die noch rankommen. Achso, du bist müde, okay. Du solltest ziemlich schnell sein mit der Holzwerkzeugherstellung. Ja, gut, das mit dem Werkzeug ist eine Sache, die zum Glück schnell erledigt ist. Geschirr müssen wir Dauer produzieren. Definitiv. Vielleicht muss ich da wirklich sogar meinem Steinmetz ab und zu mal den Lehmarbeiter machen lassen. Gut, du hast den Werkzeugschreiner erfunden. Das heißt, du kannst jetzt wieder den Holzfäller machen. Oh, sie holt Essen. Gold, okay. Leder ist auch noch immer da drin. Weizen ist da oben halt ganz viel. So, unser eines Kind ist da. Warten wir noch, bis unser zweites Kind kommt. So, hier ist leer. Gut. Das heißt eigentlich, dass die einzigen wichtigen Sachen hier noch sind die Möbel, das Geschirr und die Bögen. Und ja, ich sage immer Autarkie, wenn ich halt meine, dass wir alles autark selber herstellen können, was wichtig ist. Also was die Grundbedürfnisse unserer Siedlung abdeckt. Nahrung, Möbel, Schuhe und Geschirr. Die restlichen Sachen, also sogar die Werkzeuge, zähle ich da nicht unbedingt dazu. Wobei Werkzeuge könnte ich noch dazu zählen, aber gerade die Waffen.
Alles, was mit Waffen zusammenhängt, also Bier brauen, Öl produzieren, Eisen, Gold. Das zähle ich da nicht wirklich dazu. Hey, wir haben den Schuster. Ja, wir brauchen aber noch Schuhe. Gut. Ich würde aber jetzt erstmal sagen, dass wir hier einen Cut machen. Also speichere ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder.